Hallo Kapitäne, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von World of Warships. Heute bin ich mit dem italienischen Kreuzer Francesco Ferruccio unterwegs. Wie Ferruccio? Wir fährt 38,3 Knoten schnell. Sie geht auf bei 8,6 Kilometer. Die ganz reichen 17,5 Kilometer. Die Torpedos sogar bis zu 13,5. Typische italienische Torpedos. Und die Sekundär, die geht los bei 5,9 Kilometer. Und die Anti-Air, die werden wir gebrauchen. Ihr seht, wir haben eine Serie auf dem Gegnerteam. Die geht los bei oder ab 4,6 Kilometer. So, ich bin in einem 6er, 7er, 8er Gefecht. Wie gesagt, wir haben eine Serie auf dem Gegnerteam. Wir haben eine Independence. Wir haben zwei U-Boote im Gegnerteam, eine U-190, eine Cachalot. Wir haben mal eine I-56. Der wird wahrscheinlich als erstes rausgehen. Cachalot. Ich bin mal gespannt, wenn ich dran bin mit der I-56, dann werde ich wahrscheinlich abkacken. So, da hinten haben wir schon eine Benson, die ganz kurz auf war. Da ist sie wieder. So, wie fährst du? Du fährst so rum, okay. So. Da hinten kommt noch eine Algerie und da ist das U-Boot. So. Er geht natürlich gleich zu, ne? Aber wir schießen trotzdem mal drauf. So, muss aufpassen, da ist die Insel. So, dann werde ich schon durch die Algerie beschossen. Okay, Torpedos reichen noch nicht. Ja klar, er trifft mit einer Mumpel und gleich Feuer gelegt. So, warte mal. Wir schießen den auch mal gleich hier. Das kann ja wohl nicht sein, dass er mich da ärgert. Bayern schießt natürlich auch auf mich. So, wir treffen. So, zwei haben mich anvisiert. Und pass auf, gleich brenne ich wieder. Ne, doch nicht. So, kann ich jetzt Torpedos rausschicken? Ja. Dann probieren wir es gerade mal. Wie viele Torpedos? 4 Stück. Was macht die Bayern? Bleib ich zu. Oh, da kommen Torpedos. Ah, denk ein, denk ein, denk ein. Der wird total vergessen. Vor lauter Bayern. Okay, die gehen. Oh, das ist U-Boot. Und mache ich Schaden. Jupp. 2,5. Doch, jetzt geht er runter. Okay. Bayern schießt wieder auf mich. Algerie hat sich eingenebelt. Ah, nicht eingenebelt, fährt in der Insel rum. So, die Benson hat sich eingenebelt. Oh, aber wird sträflich vernachlässigt. Oh, unsere Fahrerkutsche sieht auch nicht mal gut aus. Wo kommen die Torpedos her? Sehe ich nur Carolina. Kann ich wieder Torpedos rausschicken? 10. Nein, 18 Sekunden. Wow, kein Treffer. Na, ah, komm schnell, 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 schnell. Wir Torpedos rausschicken. So. Ja, unser DD ist raus da hinten, das war klar. Da ist das U-Boot wieder. Fast. So, da ist die Benson, da ist das U-Boot, ist er oben? Ja. Wie fährt er? Lenkt er? Das ist schwierig zu erkennen. Mache ich Schaden?
Jo, sehr gut. Dann bist du wieder eingenebelt. Abgetaucht, nicht eingenebelt. Mensch! Heute habe ich einen Sprachfehler wieder, du. So, wie sieht. Kabel Torpedos reichen nicht, ne? Ich hätte die anders abwerfen sollen. Oh, da kommen die Bayern. Oh, 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 oh. Okay, Geschichte. Wie fährst du? Du fährst langsam, aber massiv. Torpedos gehen ganz weit raus. Gut, der hat jetzt auch Gas gegeben, muss man auch bedenken, ne? Die Algerie, aber ich bleib mal, oder? Mama, ich platze. U-Boot ist bald Geschichte da hinten. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Okay, ich glaub, das Gefecht sieht im Moment nicht gut aus. Ey, ich triff die Algerie nicht, ne? Jetzt. Wer hat mich jetzt anvisiert? Das U-Boot überlebt immer noch. Oder hat noch, lebt noch. Okay. Okay, warte mal. Ich tue mich mal einnebeln. Jetzt ist die Algerie raus. Was fährt er? Der fährt so lang. Da ist unsere Maya raus. Okay, schade. Oh, Gede. Habe ich Hydro? Nein. Komm schnell, schnell. Ah, schade. Mal gucken, ob ich treffe. Nee. Da ist die Helena, wie fährt sie? Schau mal, was ich mache. Jetzt noch die andere Seite Torpedos rausjagen. So, dann lenke ich mich wieder ein. Jetzt kommt der Zyklon, na toll. So. Guck mal, dass ich die Gate rauskrieg. So, was mit Helena? Die bleibt hinter der Insel, aber wenn ich jetzt schieße. Okay. Die Gate hat jetzt Hydro. Da ist sie. So, da war es die Geschichte. So, Helena. Problem gelöst. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Okay. Hat die Helena noch Glück gehabt, dass Zyklon da ist, aber sie ist jetzt raus. So, was haben wir da hinten noch? Eine Nagato. Okay. Ach, Siglo nervt mich jetzt gerade. Ja, ja, ich gehe ja schon hin. Da ist die Nagato. Die geht jetzt gleich auf. Da ist sie.
So, jetzt gehe ich zu. Jetzt hoffe ich, dass ich dann, wenn ich neble, nicht aufgehe. Ah, der fährt wahrscheinlich so lang. Okay. Jetzt habe ich mir schon halber gedacht. Ich dachte, er fährt jetzt so lang, aber er macht jetzt nichts. Vielleicht fährt er jetzt auch rückwärts. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Okay, schade. Nebelwand gelegt. Ich habe natürlich nur kurze Nebel dabei, ne? Ich glaube, das war jetzt für mich wegen der Nagato. Die geht auch nicht auf, ne? Noch da. Es ist rausgeflogen. Dahinter ist noch die Albemar. Mal gucken. Er kann nicht schießen. Dahinter kommt noch die Norka. So, ich bin auf. Der fährt jetzt natürlich langsam wahrscheinlich. Ja. Oder? Okay, das ist die Albemano, muss ich ein bisschen aufpassen. Aber es ist natürlich... Oh, er frisst doch Torpedos, sehr schön. Ah, Mist, ich brenne schon wieder. Ach Gott, dahin ist noch die Norga. Ach du heilige Scheiße. Ah, Mist. Okay, das war's für mich. Jo. Nagato hat mich noch gekriegt. Ich hoffe, die Independent... Warum ist sie jetzt so weit vorgefahren? Das muss man jetzt auch nicht verstehen, oder? Das muss man jetzt nicht verstehen. Er trifft wenigstens nur mit den Torpedos. Mal gucken, ne, er kriegt ihn nicht mehr raus. Das ist schade, schade. Jetzt haben wir nur noch die New Mexico da hinten. Mal gucken, ob er noch... Ja gut, die Nagato kriegt er nicht raus mit 10.000. So, wir schauen mal bei der New Mexico. Oh doch, er kriegt ihn noch raus, hä? Oh, er hat ihn auch rausgeregt in der Garde. Sehr schön. So, Benson und oh, die U190 hat es noch überlebt. Die hat es echt noch geschafft. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, sehr schön ausgewichen, die Torpedos. Jetzt halt die Benson da drinnen, ne? So, mal gucken, ob er die raus noch kriegt. Na, ah, fast. Aber er frisst Torpedos und ist weg. Schade. Ich hätte es ihm noch gegönnt, wenn er die Benson gekriegt hätte. So, dann schauen wir mal. So, Teamerdung. Ich bin auf Platz 1. Okay. Die Kneisenau. Oh, die 56 hat doch noch was erreicht, ne? Aber leider kein Kill. Die U190, ne, die hat echt Glück gehabt noch am Schluss, dass der noch überlebt hat, weil der hatte auch nicht mal viel Leben gehabt. So, Kreditpunkte EP, ich habe überall die grüne Boni drauf, bis auf die Schiffs-EP. Und da habe ich 456.224 Kredite erfarmt, 3.209 Schiffs-EP, 1.657 Free-XP,
7556 Kapitäns-EP, davon gehen 378 in die Reserve. So, ausführlicher Bericht. Ich habe insgesamt 85.161 Schaden gemacht. Mit der Hauptbatterie 64.815, mit SAP überwiegend, eigentlich nur mit SAP, 64.815 Schaden gemacht, abgeschossen Granaten 264. Mit Torpedos habe ich noch Schaden gemacht, 2 Stück getroffen, 18.331, also wenn die treffen, machen die echt Schaden, ne? Abgefeuerte Torpedos 24, davon nur 2 getroffen. So, die Secondaire haben auch geschossen, 10 Mal, 0 Schaden gemacht. Ja, 46 Mal, 10 haben getroffen, 46 abgeschossen. Okay, das ist ein bisschen mau, ne? So, ich habe noch Brände gelegt, einen, 390 Schaden. Und Wassereinbruch habe ich eingehabt, 1625. An Flugzeugen verursachte Schaden, 1531 mit der Flugabwehr. Davon habe ich nur ein Aufklärungsflugzeug zerstört von der Nagato. Ich habe ein Kriegsschiff zerstört, die Albemarle. Ich habe 7 Kriegsschiffe beschädigt. So, Zusammenspiel. Schaden durch Aufklärung ermöglicht 19.530. Habe ich eigentlich Schiffe aufgedeckt? Nee. So, potenzieller Schaden habe ich bekommen 678.100. Eroberungspunkte 60. Verteidigungspunkte 0. Ich habe doch einmal, einmal gekappt. Stimmt, da war was. So, das Gefecht ging insgesamt 14 Minuten und 28 Sekunden und im Gefecht war ich circa nur 13 Minuten und 11 Sekunden und zurückliegende Strecke bin ich ungefähr 64,20 Kilometer gefahren. So, erlittener Schaden habe ich meine volle 31.550 bekommen. Durch die Artillerie 29.614 mit HE 9.751 mit AP 19.863. Wer hat mir am meisten Schaden reingehauen? Die Albemar mit AP. Okay. Und dann durch die Nagata hat mir echt nur 10.000 reingehauen insgesamt. So wenig. Dass die Albemar am meisten Schaden gemacht hat, das habe ich gemerkt. So, Brände hatte ich 4 Stück gehabt, 1936 Schaden bekommen. Meine Anti-Flakbewaffnung, also was heißt Anti? Lasst mal das Anti weg. Die Flakbewaffnung 2 Module zerstört. Die gehen leicht kaputt, gerne kaputt irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich habe 0 Flugzeuge verloren. Na schade, war eigentlich sonst eine gute Runde von mir. Hätte was werten können, aber gut, so ist es. Leider eine Niederlage und da hoffen wir mal, dass wir morgen gewinnen werden. Bis dahin. Haut rein, macht's gut, ich wünsche euch was, ciao, ciao.